Die schicksalhafte Silvesternacht, in der das Affentropenhaus des Krefelder Zoos in Flammen aufging, jährt sich nun bald zum ersten Mal. Und ich dachte mir, ich nehme diesen traurigen Anlass zur Gelegenheit, um einmal einen Blick zurückzuwerfen auf das alte Affentropenhaus, aber auch den Blick nach vorne zu richten und einmal die spannenden Pläne für das Artenschutzzentrum Affenpark zu präsentieren, denn damit wird uns im Krefelder Zoo in den nächsten Jahren wohl definitiv ein neues Highlight erwarten. Aber zunächst einmal gehen wir zurück ins Jahr 1975. Dann wurde das Affentropenhaus nämlich ursprünglich eröffnet. Die offenen Gehege in einem gewächshausähnlichen Tropenhaus stellten damals ein revolutionäres Konzept dar. Damals war es üblich, die Menschenaffen in gekachelten Anlagen hinter Glas zu zeigen. Dass man den Tieren dank Trockengraben in Krefeld scheinbar barrierefrei begegnen konnte, war lange Zeit nicht nur in Deutschland, sondern weltweit einzigartig. Das Affentropenhaus war seinerzeit also definitiv ein Meilenstein in der Menschenaffenhaltung. Und bis zuletzt war es meiner Meinung nach eines der Highlights, wenn nicht das Highlight im Krefelder Zoo. Die Hauptattraktionen des Hauses waren dabei die Orang-Utan-Gruppe und die Schimpansengruppe, deren Anblick bei feuchtwarmen Temperaturen in einem üppig bewachsenen Tropenhaus immer noch ein Erlebnis war. Die Gorilla-Gruppe fand man zwar seit 2012 im benachbarten Gorilla-Garten, aber Silberrücken-Senior Massa und Artgenossin Boma lebten bis zuletzt im Affentropenhaus. Zusätzlich beherbergte das 2000 Quadratmeter große Tropenhaus auch noch freifliegende Vögel und Epaulettenflughunde sowie Krallenaffen. Genauer gesagt lebten hier bei meinem letzten Besuch im Sommer 2019 goldgelbe Löwenäffchen und die winzigen Zwergseidenäffchen. Außerdem lebte hier eine Gruppe Weißkopfsakis, die damals wie heute allerdings auch im Regenwaldhaus zu finden sind. Und dann waren da noch die putzigen Agutis. Natürlich muss man aber auch eingestehen, dass die Menschenaffenhaltung im Affentropenhaus zum Ende hin nicht mehr wirklich aktuellen Standards gerecht wurde. Zwar war man bemüht, mit Tierbeschäftigung ein wenig Pep in den Alltag der Menschenaffen zu bringen, aber es fehlte Orang-Utans und Schimpansen vorrangig einfach an einer Außenanlage. Die wollte man in Krefeld allerdings auch schon in Angriff nehmen. Gerade die Pläne für das Außengehege Schimpansenwald standen bereits. Die Baugenehmigung für das neue Gehege mit einer gewaltigen Netzkonstruktion hatte der Zoo im November 2019 eingereicht. Doch diese Pläne sind natürlich gemeinsam mit dem Affentropenhaus in Flammen aufgegangen. Doch in der Katastrophe entstand ein Versprechen. Schon in der Nacht und am Morgen haben sich die Zoofreunde, die Stadt, die Mitarbeiter und Mitarbeiter des Zoos gegenseitig versprochen, dass die Geschichte der Affenzucht im Krefelder Zoo nicht in dieser Brandnacht im Feuer untergehen darf, sondern dass es weitergehen soll, dass es besser, moderner, artgerechter weitergehen soll. Aus dieser mündlichen Bekundigung entstand schließlich die Vorabplanung für das Artenschutzzentrum Affenpark. Für dieses ambitionierte Projekt wird das Zoogelände um die hier rot markierte Fläche erweitert, sodass der Affenpark auf eine Gesamtfläche von 2 Hektar kommt. Hier derzeit lebende Arten werden umgesiedelt, sodass das gesamte Gebiet dem Schwerpunkt Primaten gerecht werden kann. Doch werfen wir einmal einen genaueren Blick auf die Pläne. Es ist vorgesehen, dass Besucher vom Hauptteil des Zoos durch ein Infocenter mit einem Shop in das Gelände kommen werden. Hier, wo aktuell die Pinselohrschweine leben, wird ein Lemurenhaus und eine begehbare Außenanlage entstehen. Welche Lemurenarten hier genau gehalten werden, ist mir leider noch nicht bekannt. Vermutlich steht es auch noch gar nicht fest. Dahinter sind 2 Außengehege für Schimpansen geplant. Eines mit einer Fläche von 1000 Quadratmeter und das größere mit 1200 Quadratmeter. Diese Anlage soll dann auch dem Entwurf des Schimpansenwalls entsprechen. Dort hinter, auf der ehemaligen Fläche des Affentropenhauses, wird die Schimpanseninnenanlage entstehen, die auch mit einer Tropenhalle mit freifliegenden Vögeln daherkommt. Außerdem werden hier die Seychellenschildkröten leben. Weiterhin werden hier entweder Zwergseidenäffchen oder Löwenäffchen zu sehen sein
Und es gibt die Innenanlage für Guarezzas. Die werden dann wohl aus ihrer alten Anlage mit auf die um 600 Quadratmeter erweiterte Außenanlage für Gorillas ziehen. Auf dem neuen Teil des Zoogeländes wird ein zweites Gorilla-Haus und eine zweite Gorilla-Außenanlage entstehen und hier werden dann auch entweder Zwergseidenäffchen oder Löwenäffchen zu sehen sein. Zu guter Letzt werfen wir dann noch einen Blick auf die neuen Orang-Utan-Anlagen, insgesamt 4 Außengehege und ein Orang-Utan-Haus, sodass den Tieren insgesamt rund 2600 Quadratmeter zur Verfügung stehen werden. Nochmal zum Vergleich, das gesamte Affentropenhaus war vorher 2000 Quadratmeter groß. Auf die Orang-Utan-Haltung bin ich eigentlich am meisten gespannt, gerade weil der Höhenweg mit der Besucherplattform sehr vielversprechend wirkt. Also ich kann es gerade hier kaum abwarten, mehr Entwürfe von den Anlagen zu sehen. Allgemein ist es schwer, anhand dieses Plans einen wirklichen Eindruck davon zu bekommen, wie das Ganze später aussehen wird. Und natürlich kann bei so einer Vorabplanung auch noch einiges umkonzeptioniert werden. Die Umsetzung wird in den nächsten Jahren auch erst einmal in Abschnitten erfolgen. Als allererstes wird man die Erweiterung des Gorillagartens in Angriff nehmen. Ohne konkrete Planungen für die einzelnen Abschnitte kann man auch nicht ganz abschätzen, wie viel das Projekt am Ende kosten wird. Man kann nur anhand der Baukosten von kürzlich errichteten Menschenaffenanlagen, wie zum Beispiel in Stuttgart und Rostock, nur eine geschätzte Gesamtsumme von 20 Millionen Euro ableiten. Wenn ihr die Pläne als vielversprechend empfindet und ihr den Zoo Krefeld bei der Umsetzung unterstützen wollt, dann schaut gerne einmal in die Beschreibung, denn dort habe ich euch 2 Spendenkonten verlinkt. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall sehr angetan von den Plänen. Lasst mich in den Kommentaren natürlich sehr gerne wissen, was ihr von den Plänen zum Artenschutzzentrum Affenpark haltet. Und natürlich könnt ihr dort auch gerne festhalten, was ihr mit dem alten Affentropenhaus verbindet. Das war's von mir für heute, doch schon bald folgt ein vollständiger Eindruck zum Zoo Krefeld. Zunächst einmal geht es im nächsten Video allerdings um den belgischen Pakavi-Park, einen sehr spannenden Zoo, der sich auf Raubkatzen spezialisiert hat. Wenn ihr Zoo-Erlebnis auf Patreon unterstützt, dann könnt ihr das Video natürlich jetzt sofort schauen. Ansonsten klickt unbedingt auf Abonnieren, wenn ihr das und viele weitere Zoo-Videos nicht verpassen wollt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis bald, euer Martin.